Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe aktuell ein paar Fragen bekommen zu den vielen verschwundenen Klicks, die viele YouTuber im Moment zu beklagen haben. Auf meinen Kanälen hat es auch ein bisschen eingeschlagen, besonders auf M1 Molder. Da habe ich so um die 120.000 Klicks verloren. Und da stellt sich jetzt immer die Frage, was ist da passiert? Wo sind die ganzen Klicks hin? Kommen die wieder? Also am Anfang des Jahres oder in den ersten 2-3 Wochen stand ja immer in der Analystik drin, dass das wohl irgendwas mit falschen Handyaufrufen zu tun hatte. Aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass M1 Molder 120.000 falsche Handyaufrufe in einem Monat haben soll. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Und deswegen habe ich mir mal das ein bisschen näher angeschaut. Und gerade bei M1 Molder sieht es so aus, als würde YouTube Videoklicks nicht mehr zählen, die man quasi, oder anders ausgedrückt, von Videos, die man vor längerer Zeit gelöscht hat. Das kommt nämlich im Großen und Ganzen sogar hin. Also wenn ich jetzt so beobachte, die Videos, die ich auf M1 Molder gelöscht habe, in etwa die Klicks, die ich da hatte, so grob über den Daumen, und die im Verhältnis mit den Klicks, die ich jetzt verloren habe, so sehe, könnte das in etwa hinhauen. Also nehme ich im Großen und Ganzen an, wenn jemand viele Videos halt gelöscht hat, wie ich es auch auf M1 Molder praktiziert habe, wo ich den Kanal ein bisschen gesäubert habe, weil ich da mehr die Handwerkerschiene fahren wollte, hat dann YouTube auf lange Sicht jetzt diese Klicks auch abgezogen. Hatte ich also quasi ein Video mit 1000 Klicks oben, habe es gelöscht, so habe ich diese 1000 Klicks dann verloren. Hatte ich ein Video mit 50.000 Klicks oben, habe das gelöscht, so habe ich diese 50.000 Klicks verloren. Das ist zwar jetzt nur eine Theorie, die scheint aber ziemlich hinzukommen, meiner Meinung nach, besonders wenn ich jetzt auch auf M-Molder Video schaue, auf dem Kanal, auf dem wir jetzt gerade sind, da habe ich eigentlich bis jetzt sehr wenige Videos gelöscht und genauso oder dazu im Verhältnis sieht man auch, habe ich auf dem Kanal nur so 600 bis 1000 Klicks insgesamt verloren und das kommt auch in etwa hin. Das waren alles Videos, die nicht so stark geschaut worden sind oder in der Anfangsphase von M-Molder Video, da waren eh bloß so 50, 60 Klicks immer nur drauf und da kommt das ziemlich hin. Also nehme ich an, dass die meisten Klicks, die da verschwunden sind, abgerechnete Klicks sind von Videos, die ihr halt wahrscheinlich gelöscht habt. So, außerdem ist sowieso im Moment wieder alles sehr am Umbruch auf YouTube. Allen voran das neue Kanaldesign, was uns jetzt schon wieder blüht. Also ich weiß nicht, wie viele neue Kanaldesigns YouTube noch einführen will. Das ist jetzt, weiß ich nicht, das Hunderttausendste, naja, gefühlt. Was mich ein bisschen stört, ist die Kürze der Zeit, in der das gemacht wird. Man hat seinen Kanal gerade wieder halbwegs angepasst, sich einen Kanalhintergrund erstellt, sich so halbwegs an das neue Design gewöhnt und schwupps, ist ein neues da. Jetzt im Moment wird es gerade getestet bei ein paar großen amerikanischen YouTubern, da kann man sich's mal anschauen. Ich kann in der Videobeschreibung mal was verlinken, wenn ich dazu was finde. Aber was ich da so gesehen habe, hat mir echt nicht so zugesagt. Ich hoffe, dass da vielleicht noch irgendwas mit Hintergrundbild oder sowas kommt. Wenn das auch noch wegfällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das allerneueste Design dann die totale Katastrophe. Das sieht dann einfach nur noch aus wie die Stadtseite, anders kann man das nicht mehr bezeichnen. Wo das hinführen soll, weiß der Herrgott, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das alles irgendwelche Kommerzhintergründe, dass das vielleicht mehr, weiß ich nicht, Aufrufe generieren soll oder mehr Einnahmen bringen soll durch die Werbung. Ich habe absolut keinen Plan. Falls da jemand mehr weiß dazu, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, macht eine Videoantwort, liegt bei euch. Im Großen und Ganzen könnt ihr mir auch mal mitteilen, inwieweit es euch entschärft hat, was die Videoaufrufe angeht, also die Insgesamtaufrufe, die ihr auf eurem Kanal seht. Habt es euch da auch so stark erwischt wie mich oder noch schlimmer? Wie zum Beispiel beim Videoamt müssen es ja mehrere Millionen Aufrufe gewesen sein, die weg sind. Das ist natürlich der absolute Hammer. Wie gesagt, teilt mir da mal mit, wie es euch da ergangen ist. Und das würde ich erstmal sagen, war es von meiner Seite heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.